Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns heute wieder was von Jack von Crack, denn ich habe einige Nachrichten bekommen. Die sind in meinen Briefkasten reingeflattert, per Eule und ein paar aber auch per Taube nur. Ich weiß nicht, die von der Eule waren schon verpackt, die von der Taube waren so ein bisschen, ich weiß nicht, da hat jemand wenig Geld ausgegeben fürs Shipment. Aber habe ich einige Nachrichten erreicht, dass ich hier erwähnt werde in dem Song. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wir haben es lange nichts mehr von Jack gegeben. Jack ist auch nicht mehr so 100% die Mucke, die ich mir privat anhöre. Und ich mache hauptsächlich Reactions so zu Sachen, die ich mir privat aktuell gebe, wo ich sehr, sehr gehypt bin auch auf die Songs. Aber ich versuche allgemein jetzt auch wieder ein bisschen mehr Diversität hier reinzubringen. Und freue mich jetzt drauf, hier reinzuhören, gerade wenn ich erwähnt werde. Natürlich, hey, freue ich mich drauf. Ich sehe gerade schon in den Tags, ist Julian Bam auch. Ju hat mit Green einen Song gemacht, die könnten wir uns eigentlich auch noch anhören. Habe ich auch noch nicht reingehört. Wäre auch noch mal ein Ding eigentlich. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt drauf, hier reinzuhören. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ich sonst vielleicht noch so verpasst haben sollte oder was ihr euch sonst mal wieder für Künstler wünscht, die ich mir vielleicht lange nicht mehr angehört habe. Oder neue Künstler allgemein, damit ich nicht immer so auf demselben Stab festhänge von Sachen, wo ich quasi im Vorhinein schon weiß, ey, das wird mir wahrscheinlich eh gefallen, weil ich mir das privat anhöre und ich mich auf den Song freue. Weil es für euch schon auch nice ist, wenn hier ein bisschen mehr Abwechslung mal dran ist. Deswegen jetzt Jack von Crack mit Tollwut im offiziellen Visualizer. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, in welcher Art und Weise wir hier erwähnt werden, Freunde. Los geht's, Mann. Vorab Jack, sehr, sehr korrekter Typ. Einmal getroffen, glaube ich. Einmal getroffen. Zum Musikvideo von... Bro, ich habe den Namen leider vergessen vom Musikvideo. Aber mit Zoman zusammen. Geiler Song gewesen. Sehr geiler Song gewesen. Und sehr cooler Tag gewesen, Digga. Sehr cooler Tag gewesen. Also, sehr, sehr korrekter Typ. Beats immer heftig. Beat-Auswahl bei Jack immer 10 von 10 gefühlt. Digga, echt lange nichts mehr von ihm angehört. Ich bin echt ein bisschen gespannt jetzt auch, muss ich sagen. Boah, okay, Einstieg sehr gut sogar. Boah. Ey, oha, Digga, also ehrlich, gefällt mir gut, Digga. Kommt sehr gut auf den Beat, also der Beat ist auch ehrlich eine 10 von 10. Ich bin halt mittlerweile nicht mehr so ein super krasser Fan der Stimme, muss ich sagen. Weil ich mittlerweile auch eher so auf softere Stimmen so stehe aktuell. Jack von Crack, softe Stimme. Passt jetzt nicht ganz zusammen aktuell. Aber ist nur Ohrwurm, ist nur Ohrwurm. Im Bundesdistrill, ja, ja. Jack kommt im eisernen Panzerwagen. Ich höre sie leise sagen. Heilige Handgranate. ey, das ist cool. Ey, auch cool, dass er so ein bisschen Humor hier unter einbaut. Okay. Also man sieht schon, man sieht irgendwie so eine Entwicklung. So. Jack kommt im eisernen Panzerwagen. Ich höre sie leise sagen. Heilige Handgranate. Weil ich still und sagenhaft heimlichen Anschlag plane und jeder von ihm weiß, dass ich verstarte. Mit dem Finger jeden, der so viele geile Lines. Da bräuchte sogar Jiggy 10 Kippenfilterpakete. Boah, Jiggy wird auch erwähnt. Jeden, der so viele geile Lines. Da bräuchte sogar Jiggy 10 Kippenfilterpakete. Ich geh meinem Feind nur Mitternacht an die Kehle. Gewitter geben nebenbei eine Killeratmosphäre. Okay, bis jetzt gefällt's mir aber ganz gut. Ich habe es auch mal wieder cool reinzuhören, weil ich finde, das ist schon eine Entwicklung irgendwie so. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich mal richtig reingehört habe. Hier und da vielleicht mal kurz, aber ist ganz nice, mal wieder was zu hören von ihm. Meinem Feind nur Mitternacht an die Kehle. Gewitter geben nebenbei eine Killeratmosphäre. Ich werd sich wert, dein Bett ist befleckt in Rosenrot. Dann wirst du vermisst wie die Jack Reactions von Flo der Flo. Ich hab gerade leider keine Zeit. Hey, was denn das, Mann? Ey, kein Grund hier persönlich zu werden. An die Kehle, Gewitter geben meine Killeratmosphäre. Ich werd sich wert, dein Bett ist befleckt in Rosenrot. Dann wirst du vermisst wie die Jack Reactions von Flo der Flo. Ich hab... Rosenrot auf Flo der Flo, nice.
Hier sind wir wieder, Jack. Was soll ich sagen? Ey, gerechtfertigte Zeile, aber strong. Hatte leider keine Zeit für ein Turnier, weil ich mich aufs Album konzentriere. Oh ja, True Album. Ich werde euch Pre-Order-Links oder so in die Beschreibung hauen. Stimmt. Ich glaube, das bezieht sich auf das Turnier von Jay. Ist das Einzige gerade, was mir im Kopf kommt, was aktuell ist. Oh, da kommt auch direkt Jay. Alright. Keine Zeit für ein Turnier, weil ich mich aufs Album konzentriere. Schau doch dann schön, besser als der andere zu den Spaß. Ich hab die JMA gewonnen, bevor sie stattgefunden hat. Reiner Spaß, oh. Ich kümmere kurz die Charts. So hart, sie sprechen dann von Vergewaltigungstat. Bin ich im Block, gibt's ne Eskalation. Ey, ehrlich, cool mal wieder was von ihm zu hören, Mann. Ehrlich, cool. Also wie gesagt, es ist viel zu aggressiv und viel zu rau für das, was ich aktuell jetzt so höre. Ich bin gerade voll auf dem happy, positive gefühlt Grind. So, ich habe jetzt Tilo so ein bisschen für mich entdeckt, diese Wave. Hier aktuell auch wieder mehr K-Pop so zur Sommerzeit, was ich sehr fühle. Aber ich habe Bock auf jeden Fall wieder mehr auch bei den Leuten von früher wieder reinzuhören, Mann. Keine Ahnung. Cool, die Entwicklung zu sehen und ist auch... Dieser Song ist auf jeden Fall auch ein Ohrwurm. 1000 Tape, keine Reklamation. Sicher nur Angst oder Höflichkeit. Bald regiere ich mit gespaltener Persönlichkeit. Check, check, Troll, wo was? Das ist schon gut, die Hook ist gut. Du brennst, wenn du das Logo auf der Kunde erkennst. Ja, ja. Check, check, Troll, wo was? Dein Face voll Blut. Spaß, heute das ist Mungiki-Shit. Alle hungrig im Bundesdistrikt. Ja, ja. Der Poltergeist ist da. Das ist das, was ich meine. Dieser Humor gefällt mir, Mann. Der ist ein bisschen neu, finde ich. Heute hat die Teute, der Poltergeist ist da oder so. Das finde ich so sympathisch. Voll Gefahr, wenn die Donnerzeichen war. Du siehst Blitze und düstere Wolken breche. Ich tritt vor, um zum Volk zu sprechen. Sei bereit, denn der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Nimm dein grausames Blutbad. Du Bahnenzug, Waage, du Kauf. Oder gern auch ganz privat von mir. Mutmaßlich gesagten Haus besuchen. Aber irgendwie, die Stimme hört sich nicer an, als ich sie in Erinnerung hatte sogar, muss ich sagen. An die Wand, das ist die Handschrift des Teufels. 3x6 auf dem Armutszeugnis. 3x6 sind übrigens 18. Kurz Rechnung nochmal gemacht hier. Mann und die Ansteckung läuft jetzt. Viren sind wartungsfreundlich. Du Spieler, ey, den gönne ich mir fett auf dich. Das ist das, was ich meine. Dieser Humor gefällt mir sehr gut. Also das ist wirklich, was ich nice finde. Iglo, Spinat, der mit dem Blub. Der mit dem Blub? Geil. Ich muss die Opferversion davon essen, gluten- und laktosefrei, weil ich kein Gluten darf. Aber ist sehr geil. Davon einfach mal eine Schale esse ich manchmal auch so. Einfach so. Da Lifehack, macht euch Nudeln. Zack, bratet in der Pfanne, wenn ihr wollt, Tomaten ein bisschen an, einfach so, zack, Cherry-Tomaten, zack, Zwiebeln rein, Nudeln rein und dann diesen Blubspinat im Topf oder ich mache in der Mikrowelle einen Teller und dann den Blubspinat als Soße rein. Sehr, sehr lecker. Wartungsfreundlich, du Spinat, ey, den gönne ich mir fett auf dich. Ich gönne mir Heilblub wie beim Gucken von Rap-Nachrichten, wie dich verlässt. Geil. Ich im Speckwanz, da meine ich Drachenlord. Der ist so fett, wenn ich ihn kill, ist das ein Massenmord. Bin ich im Block, gibt's ne Eskalation. Trackhausen Tape, keine Reklamation. Sicher nur Angst oder Höflichkeit. Bald regiere ich mit gespaltener Persönlichkeit. Check, check, Hook ist geil. Dein Face voll Blut. Spaß ist Trackshit, nur so du brennst. Wenn du das Logo auf der Kunde erkennst. Ja, ja. Check, check, toll, Blut. Dein Face voll Blut. Spaß. Das ist Mungiki-Shit. Alle hungrig im Bundesdistrikt. Ja, ja. Nice. Geil, Mann. Ey, es war sehr, sehr cool, mal wieder bei Jack reinzuhören, auf jeden Fall. Schreibt ehrlich mal ein paar Leute von früher rein oder auch Leute, die ich noch nicht kenne, dass wir hier mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbekommen. Aber nice, mal wieder reingehört zu haben. Wie gesagt, ist nicht mehr so die Mucke, die ich so privat 100% am Pumpen bin. Aber umso schöner ist es dann, habe ich gerade gemerkt, dann hier bei den Reactions mal wieder reinzuhören, um mal wieder neue Sachen zu entdecken. Weil ich fand den Humor hier sehr geil drin. Ich fand die Stimme angenehmer, als ich sie in den Kopf hatte. Und es waren coole Zeilen drin. Ich mag es gerne so auch bei Jack, dass er so oft halt YouTube-Bezug mit drin hat. Hi, blub, Jay, JGG, ich, die erwähnt worden sind. Und keine Ahnung, irgendwie cool. Ich hoffe, ich habe immer Angst, wenn Jack das nächste Mal jemanden richtig disst und ich eine Reaction mache, dass ich dann wieder einen Anwaltsbrief bekomme. Aber war zum Glück nur einmal so. Das hat sich auch sehr, sehr schnell wieder erledigt und geklärt.
Ja, Mann. Aber ey, war sehr cool, wieder reinzuhören. Ich bedanke mich für diese ehrenvolle Erwähnung. Und ja, Mann, schreibt auf jeden Fall rein, wen ihr gerne mal wieder hier sehen wollen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, so wie immer, ja. Und ciao.